Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Coaster. Und letzte Folge habe ich ja diese Bahn hier gebaut. Die werde ich jetzt mal eben testen. Okay, es könnte beide vorne und hinten sein. So, eben mal testen und mit hier reinsetzen und gucken dann, ob die schon gut bewertet ist, was ich mal nicht denke. Ist das geplant? Ja, es ist geplant. Wunderbar. Kann man auf jeden Fall mal machen, würde ich so sagen. Auch wenn man sich da ein paar Mal einen Kopf abhaut, aber sonst passt auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, hier an dieser S-Kurve ist es ein bisschen problematisch. Aber ansonsten werde ich jetzt erstmal gucken. Ich denke mal, dass es nicht allzu spektakulär ist hier, wie das jetzt aussieht. Ja gut, es hat einen Nervenkitzel leider von 20. Ja, ich denke mal, das ist nicht ganz so gelungen. Wobei das sehr viel Spaß hat, deswegen werde ich das mal versuchen zu retten. Okay, da kann man eindeutig nichts mehr retten. Da müsste ich ja alles verändern. Ich verstehe auch nicht, wahrscheinlich, weil das hier zu schnell ist. Naja, egal. Dann reiße ich das erstmal wieder ab. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich so auf jeden Fall anfangen werde. Ich werde mal eben schnell die Bahn hier raussuchen. Das war perfekt. Und jetzt werde ich mal diesen Antrieb direkt, ist das hydraulischer Dings. So, pass auf, dann werde ich das hier ein bisschen länger machen. Jetzt ist die Frage, was die eigentlich mögen, wenn ich so hoch gehe oder... Mal gucken, ich gehe mal so hoch. Ich würde sagen, dann mache ich einfach diese Bremse hier, sondern schiebt er das nur noch. So, dann macht er mal eben hier so eine... Ne? So. Und er kann es immer noch nicht beenden. Ah, jetzt. So, okay. Jetzt mal fertig und testen. Ich setze mich natürlich auch wieder vorne mit rein. Und dann werde ich mal gucken hier. Es sieht ja schon ganz okay aus, aber ich glaube, ich habe hier die falschen genommen. Wunderbar. So, da schießt man erstmal ab, geht hier hoch. Ja, das ist schon, glaube ich, ein bisschen zu nervenkitzlig. Geht's hier Seite, ein Kopfschlag weg, zwei Köpfe weg, drei. Perfekt. Jo, das war total scheiße. So, also mit der Bahn muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Und jetzt muss ich ja auch nochmal gucken, was denn so der Park sonst noch so zu meckern hat. Diese Bude hier, die läuft eigentlich, naja, also mehr oder weniger läuft sie. Es gehen halt kaum welche hin, weil hier noch kaum was ist, aber mal gucken, vielleicht ändert sich ja das noch. Und mal gucken, vielleicht setze ich hier jetzt noch was hinten, eine Achterbahn oder sowas. Ja, vielleicht auch nicht, also muss ich mal gucken. So, okay, ganz viel ist überfüllt. Das hört sich ganz gut an, oder nach dem Personal mal eben gucken. Das sieht auch alles, einer hat beendet, das ist mir aber relativ egal. Der kriegt 500 und möchte gehen. Dann kannst du dich auch verpissen, würde ich sagen. So, du kriegst nochmal hier so eine Auflevelung. Perfekt. Das ist mal, denke ich mal, die Typen, die hier vorne an der Station sind. Die hier vorne sind. Ich glaube, das sind die. Die so, ja, und langweilig, ne? So, und jetzt, ich nehme wahrscheinlich doch eine andere Bahn. Und zwar, ja, weiß ich nicht, vielleicht diese Giga oder keine Ahnung was. Also muss ich echt mal gucken, oder ich nehme hier sowas angefertigt. Okay, ja, das ist dann doch etwas zu überdimensional, sage ich jetzt mal. What the fuck? Ja, nee, das möchte ich dann doch nicht. Dankeschön. Ja, vielleicht auch mal sowas hier. Das sieht relativ gut aus. Ja, aber ist halt auch relativ groß. Also wenn ihr da gerne mal Tipps habt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, was ist mit der kleinen Experimentierfolge? Wenn ihr was anderes habt, dann schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da.
Und ansonsten hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.